Hallo liebe Dartsportfreunde, willkommen in Ollis Dartgarage. Schön, dass ihr reinschaut. Unschwer zu erkennen, heute geht's mal rein um Dartboards und wie die bei mir so nach einem Jahr bespielen aussehen. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal den Zustand meiner Boards, was mir so auffällt nach der langen Zeit und was ich vielleicht gut oder auch weniger gut finde. Gleich vorneweg, es geht hier um rein meine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen. Das ist also weder ein objektiver Vergleich, kann es auch gar nicht sein, noch geht es mir darum, welches Dartboard jetzt das Beste ist. Die Boards sind gewiss nicht genau gleich bespielt worden. Das eine Dartboard hat garantiert mal ein paar mehr Darts abbekommen oder andere Dartspitzen als das andere. Aber sie alle sind auf jeden Fall ein Jahr lang bespielt worden und auch nicht besonders behandelt oder geschont. Ganz normale Homeboards halt. Ich habe die auf meiner Trainingsanlage natürlich gehabt und Ligaspiele damit bestritten. Ich habe sie aber auch in der Dartgarage gehabt, wo im Herbst und Winter es mal kalt und auch feucht werden kann. Die hingen im Sommer draußen, im direkten Sonnenlicht oder auf dem Dartboardständer. Also die sind einfach durchrotiert. Ich habe ja auch mehrere Boards immer übers Jahr so im Einsatz, je nachdem. Ne? Eins im Wohnzimmer, eins hast du draußen im Garten, eins hast du dann zum Trainieren. Das ist bei mir halt einfach so. Ich wollte aber auch über einen längeren Zeitraum genau diese Boards immer mal in Rotation bespielen. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt mal da. Wie sieht jetzt so ein Board nach einem Jahr aus? Hat es jetzt so einen Zustand, dass ich für mich auch sage, so finde ich gut, bespiele ich noch weiter? Oder würde ich jetzt sagen, hey, langsam kann man immer anfangen, das auszutauschen? 4 Dartboards habe ich da, die alle jetzt 12 Monate lang durchgerockt worden sind. Wobei durchgerockt, also die sind jetzt nicht so weit runter, dass man sie nicht mehr bespielen kann. Wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, welches ist jetzt das Beste und welches ist das Schlechteste nach Ablauf von einem Jahr, sondern einfach so aus reiner Neugier mal zu gucken, wie ist aber der Zustand von diesen Dartboards? Wie sind die Farben? Hat sich da irgendwas verändert? Wie sieht die Spinne aus? Muss ich das häufig rotieren oder weniger häufig? Gibt es irgendwie Dinge aus der Praxis heraus, wo ich jetzt sagen würde, naja, gefällt mir gut oder gefällt mir weniger gut, weil am Ende steht ja auch immer die Frage, wenn da mal so ein Dartboard durch ist, kaufst du dir dieses Modell nochmal oder gehst du vielleicht auf ein anderes? Und vor diesem Hintergrund, finde ich, kann man auch mal so 4 Dartboards, die alle so einen selben Zeitraum hinter sich haben, miteinander vergleichen. Und fange ich mal mit dem Winmore Blade 6 Triple Core Carbon an. Hier noch ohne PDC-Logos. Also ihr seht, das ist definitiv älter als ein Jahr und regelmäßig bespielt. Ja, 95 Euro kostet auch immer noch eins der teuersten Dartboards, die ich mir je angeschafft habe. Ich denke, ich gehe ein bisschen, wie gesagt, auf das ein, was mir so auffällt jetzt nach dem Zeit der Bespielen, was ich gut finde, was ich vielleicht nicht ganz so gut finde. Und im Fazit würde ich dann vielleicht nochmal darauf eingehen, würde ich mir das Ding nochmal kaufen oder vielleicht auch nicht. Bei dem Winmore muss ich auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr gutes Dartboard, kann man einfach so stehen lassen. Was mir nach so längerer Zeit jetzt auffällt, ist auch die Farben, finde ich, sind nach wie vor recht stabil und wirken auch noch frisch. Vor allen Dingen das Schwarz finde ich echt erstaunlich, ist immer noch ein tief dunkles Schwarz, schön samtig und auch überall nach wie vor gleichmäßig, ohne irgendwie so hellgraue Schattierung oder so, top. Auch rote, grüne Felder. Ja, haben sich in der Farbe, in der Intensität natürlich ein bisschen verändert, sind jetzt ein bisschen blasser geworden, kein Ding. Wo es mir aufgefallen ist, die hellen Segmente, gerade auch wenn so ein Winmore Board in der Sonne hängt, da merkst du schon, dass es recht zeitig dann dunkler wird. Aber okay, ne, das sind auch nicht die besten Bedingungen für so ein Homeboard. Was die Spinne anbelangt, absolut top. Die ist nach wie vor, nirgendwo hat sich was verbogen, überall, alle Segmente sind absolut gerade. Also ist auch eine der dünnsten Spinnen generell von allen Dartboards auf dem Markt. Vom Sisal her, vom Zustand, na klar, da sind hier und da immer schon mal Fasern jetzt so langsam zu sehen. Ich finde es von der Abnutzung, so wie ich das jetzt bespielt habe, aber immer noch vollkommen in Ordnung, ist absolut bespielbar. Das sind jetzt auch nicht so ellenlange, riesige Fasern, die kannst du auch mit der Pinzette ein bisschen rausziehen. Und dann ist es eigentlich immer noch, finde ich, in einem sehr guten Zustand. Für mich jetzt kein Grund, dass ich das austauschen müsste. Was ich relativ schnell aber verändert habe, das hat mir nicht so gut gefallen, ist der Zahlenring. Den fand ich anfangs halt sehr schön, war ja auch exklusiv mit dem Ding beworben. Aber dieser flache Draht, du hast halt Hardbouncer und der sitzt nicht fest, dann springt er dir runter. Also
Das habe ich dann relativ zügig einfach mit dem Unicorn-Zahlenring ausgetauscht. Der hat einfach auch einen stabileren Draht, da springt nichts ab. Ich will da nicht so rumklappern, aber so spiele ich das Ding eigentlich jetzt die ganze Zeit. Gefällt mir auch ein bisschen besser mit den weißen Zahlen, ehrlich gesagt. Hebt sich einfach ein bisschen besser ab und dazu passt auch ganz gut. Das fand ich auch schön hier beim Kauf, dass die Logos, die Markings so ein bisschen in den Hintergrund treten, auch schmaler geworden sind, sodass du die Zahlen da wirklich top vom Randbereich ablesen kannst. Eine Eigenart, die Winmore Dartboards haben, und da macht das hier auch keine Ausnahme, ist, dass sich im Laufe der Zeit das Sisalbett ein wenig senkt. Anfangs, als ich gekauft habe, war die Spinne im Prinzip fast eben kaum spürbar rausstehend mit dem Sisal. Wie gesagt, jetzt hat sich das Sisal ein bisschen gesenkt und dadurch wirkt es so, als ob die Spinne weiter vorkommt. Das kann dann auch bedeuten, dass die Schattierung beim Ringlichtsystem in den engen Feldern Double wie Triple ein bisschen zunehmen, also dass sie ein bisschen dunkler schattiert wirken. Wirst jetzt aus dem Wurfabstand vom Oki jetzt nicht so sehen, aber wenn dir das bewusst ist und du da einfach mal näher ans Dartboard gehst, wirst du das im Laufe der Zeit bemerken. Also wenn man da empfindlich ist, mich stört es nicht, ist halt einfach so, aber ist auf jeden Fall eine Eigenart, die mir hier beim Winmore Board nochmal aufgefallen ist. Ist so ein bisschen bauartbedingt. Die veränderte Form der Spinne hat ja, das habe ich im Review zu dem Board auch gezeigt, dafür gesorgt, dass auf jeden Fall Bullseye und die engen Double- und Triple-Felder gleichmäßig weich bleiben. Das ist jetzt sowieso natürlich richtig toll weich bespielt. Also hier ist kein verhärteter Sektor, auch nicht mehr der. Und es war anfangs so, dass es Bounce-Outs gab, wenn du ganz knapp neben einem Double oder Triple getroffen hast, weil hier das Sisal einfach deutlich verdichteter noch war, als in eben wie gesagt den Double- und Triple-Feldern. Darauf kommt es ja an, deswegen fand ich das anfangs auch vollkommen in Ordnung, wenn du mal einen Bounce-Out hast in einem Feld, wo du dann sowieso nicht richtig getroffen hast. Jetzt ist es wunderbar schön eingespielt, aber ich habe jetzt Bouncer mehr oder weniger wegen einer etwas anderen Ursache. Im Laufe der Zeit ist klar, dass die Spinne auch ein bisschen ausfranst. Du landest immer wieder mal so drauf. Also die verbreitert sich oder minimal verändert die sich. Wobei nach wie vor sind sie alle gerade und soweit auch in einem, finde ich, guten Zustand. Aber es passiert tatsächlich vielleicht auch, weil eben sich das Sisal senkt, also das Bett, das in Kombi. Ich jetzt öfter mal einen Bounce-Out habe, weil ich direkt einen Draht oder so eine Verbindung treffe, je nach auch Winkel, führt das dann mal zu Bouncern. Ist nicht die Masse, ist nicht mega viel, aber ist mir aufgefallen, ich sag mal, dass die Art meiner Bouncer sich im Laufe der Zeit verändert hat, also die Ursache. Nächstes Dartboard, das Shot Bandit. Gehe ich im Preisbereich einfach mal von oben nach unten. Ich habe das Ding für 60 Euro im Angebot gekauft. Gibt es immer wieder mal zu diesem Preis. Regulär, glaube ich, sind so 65 bis 70 Euro. Das Shot Bandit, nach wie vor ist es eins der Dartboards, die am besten ausgestattet zu euch kommen. Was die Dartboard-Keile anbelangt, das Puck-Haltesystem hinten dabei mit so einer Dämmpappe und den, wie gesagt, passenden Keilen, um das Ganze zu fixieren, sogar mit einem Maßband für Oki, Abstand, Höhe und so weiter. Also da muss ich mal sagen, macht keiner dem Shot Bandit was vor. Zu dem Preis kriegst du dann wirklich tolle Ausstattung. Optik, mir persönlich gefällt das Shot Bandit nach wie vor wirklich sehr gut, ist eins der schönsten anzusehenden Dartboards auf dem Markt. Ich mag dieses cleane, zurückhaltende Design. Die Logos sind nicht so groß, auch nicht so viele. Der Zahlenring, der ist im Gegensatz zu anderen von innen geklemmt. Ein Manko ist die Einfassung. Das ist ein Plastikring, was nicht weiter schlimm ist. Bei anderen ist es Metall. Aber wenn du hier mal mit dem Dart drauf landest, ich zeige es euch, ich habe einige Plastiksplitter, die dann da abspringen können. Gut, du sollst da ja auch nicht treffen, aber das ist halt jetzt so, nach einer gewissen Zeit hast du immer wieder mal so Bouncer, wo du denkst, alles klar, hast du auch gleich nochmal ein bisschen Verlust. Der Ring klemmt nach wie vor fest. Das ist die gute Nachricht, aber dass du da immer wieder so Splitter hast, könnte man vielleicht mal gummieren, die Außenseite, und das Ganze dann ein bisschen optimieren. Die Spinne, das Sisal, da hat sich jetzt so nichts verändert. Ich finde, es ist nach wie vor eine Top-Qualität, da steht nichts raus. Die Farben, ja, sind über die Zeit verblasst. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so frisch und knallig aus. Das ist aber insgesamt, sage ich mal, harmonisch alles blasser geworden. Ist dann halt einfach so. Ich meine, irgendwo muss man das Alter ja auch sehen. Die Spinne, nach wie vor, es ist ja ein Dartboard mit wirklich der dünnsten Spinne auch auf dem Markt.
Von der Optik geil, und ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht, dass ich hätte gedacht, dass diese weiß eingefärbte Spinne irgendwann gar nicht mehr Lack hat, oder noch viel schlimmer, dass du so weiß und dann so glänzende silberne Teile hast. Ist aber nicht so. Nur im doppelten Bull ist der Lack einmal komplett ab. Das ist jetzt einfach nur noch ein silberner Ring. Stört aber nicht, aus dem Abstand vom Oki sowieso nicht. Aber der Rest ist immer noch weiß und auch gar nicht so zerfressen oder angenagt. Also ich bin erstaunt. Auch das Sisal und Spinne fast eins sind. Das ist immer noch sehr schön eben alles eingelassen. Und deswegen ist das auch eins der Dartboards, wo ich die geringsten Bouncer von allen habe. Ist ja vielleicht auch ein Kriterium. Also da kann ich wirklich nichts Negatives zu sagen. Finde ich immer noch sehr cool. Jetzt kommt das große Aber. Die Spinne ist gleichermaßen auch die Achillesferse. Schon wenn das Board neu ist, hat das eine Tendenz, dass gerade die Singlefelder gerne eine Welle bekommen. Das hat mich anfangs auch wirklich gestört, fand ich. Also ist immer noch so ein Wunsch, dass ich mir sage, mach doch diese Single-Drähte einen Millimeter einfach wieder dick und dann ist das vollkommen ausreichend und so wie alle anderen Dartboards, also gerade Blade 6, auch auf dem Markt haben, und dann ist sie bestimmt stabil und ohne Welle. Ich habe jetzt hier ein paar Wellen drin, seht ihr auch in den Bildern. Hab mich aber, muss ich sagen, im Laufe der Zeit dran gewöhnt. Also, okay, ich spiele ja eh auf einem Niveau, wo ich jetzt gar nicht meckern brauche, wie dünn die Spinne ist oder dass die von mir aus dann einen halben Millimeter nach rechts oder links steht. Abstand 2,37 vom Oki, siehst du das denn eh nicht so? Das ist aber eher so ein psychologisches Ding, ne? Du weißt, dass dem so ist, und ich würde es bei Profis auf Turnieren und so deswegen auf jeden Fall auch sagen, ist es eigentlich kein Kriterium. Für mich zu Hause aber, das ist so, da wird es eben auch einfach irrational. Ich habe mich dran gewöhnt, ich sehe das nicht mehr so, und für mich ist es nach wie vor ein Dartboard, was ich wirklich sehr gerne bespiele. Das 180 Gladiator 3 Plus. 50 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. 50, 55 soll es nach wie vor auch kosten. Ja, auch hier, man sieht ihm die Spuren an, hat es aber nach wie vor gut überstanden, ist auch weiterhin spielbar. Ganz normaler, klassischer, ja, dicker Draht-Zahlenring mit üblicher Klemmung von außen. Da gibt es nichts, das funktioniert nach wie vor, habe ich keinen Stress mit. Wenn man jetzt einen digitalen Zahlenring haben mag, kann man sich das ja austauschen. Aber standardmäßig, finde ich, ist das einfach ein Brot-und-Butter-Dartboard. Kannst du super drauf trainieren, kannst du super bespielen, da gibt es nichts. Die Farben sind so ein bisschen schattiert, auch etwas unregelmäßiger geworden. Im oberen Bereich ist es irgendwie ein bisschen helleres Grau-Anthrazit geworden. Unten so bei dem Gladiator-Logo wirkt es noch ein bisschen dunkler. Schwarz, also ja, da Shaden, wie auch immer man das nennen möchte, aber die Farben waschen sich halt im Laufe der Zeit ein bisschen aus. Rot und Grün ist nach wie vor recht stabil und wirkt da nicht so ausgewaschen. Die Spinne ist eigentlich auch eine auslaufende Spinne, recht stabil, ist ein bisschen dicker vielleicht noch als bei anderen Dartboards, aber ich finde, das ist jetzt nicht so zwingend das ausschlaggebende Kriterium. Ist auch nach wie vor nicht so weit rausstehend. Aber im Unterschied zum Beispiel zu den Minmo-Boards merkt man hier schon, die Spinne selber, der Draht, der frisst sich, der knabbert sich regelrecht aus. Also der wird viel schneller, einfach unregelmäßig in seiner Struktur. Und das, was mich bei dem Board am ehesten schon gestört hat und was man auch am schnellsten sieht, ist, wenn du dann so ein enges Feld wie die Triple ordentlich beackerst, teilweise auch die Double, dann ziehen sich die Felder regelrecht gerade. Und das ist so ein Ding, das siehst du dann leider auch wirklich schon aus der Ferne. Da hast du ein Rechteckkasten, auf den du da drauf ballerst. Und man merkt auch, wenn du das nicht regelmäßig drehst oder einfach umgekehrt, wenn es wirklich intensiv bespielt wird, so ein Triple oder auch die Doubles, dann haust du da wirklich Sisal raus. Also da geht auch wirklich Material im Laufe der Zeit flöten. Das 180 habe ich sehr viel mit den Reflex Points bespielt. Die sind extrem boardschonend. Von daher würde ich diesem Board jetzt auch mal zugute halten, da kannst du jetzt auch nicht so viel rauspflücken, aber wenn ich jetzt anfangen würde, das ist halt eins der Boards, wo ich noch nicht so spitzen mit Boardgrip gespielt habe, wenn du das aber mal ein bisschen länger bespielst, und das wird der eine oder andere von euch, der das irgendwo auf dem Turnier oder so auch schon bespielt hat, mit Sicherheit auch bestätigen, die Felder ziehen sich leider gerade und du verlierst relativ schnell Substanz. Bei dem Preis, sage ich mal, ist es okay, wie gesagt, für mich so ein Brot-und-Butter-Dartboard ist für das, was du da als Gegenwert kriegst, denke ich, immer noch angemessen.
Aber es gibt einiges an Auswahl, also ja. Und was die Härte vom Dartboard anbelangt, das ist von Anfang an eigentlich so und hat sich auch nicht verändert, dass die engeren Felder, je näher es Richtung Bull geht, werden sie umso fester. Das hat sich so gut wie kaum verändert, ist immer noch spürbar, dass je dichter du hier ans Bull kommst, das einfach sehr fest ist. Auch das Bull selber ist noch ziemlich fest und auch ein Grund, warum ich da nach wie vor relativ viele Bouncer im Vergleich zu anderen Dartboards habe. Letztes Dartboard, zu dem ich hier was sagen kann nach einer längeren Zeit, ist das Nodor Supermatch 3. Ist identisch zu einem Winmore Blade 5. Ist die gleiche Marke, die dahinter steckt, bei uns nur nicht so bekannt. 55 Euro ist so der Kostenpunkt. Und viele sagen ja auch, das Blade 6 ist nicht mehr ganz so haltbar und stabil mit seinen 60 Euro wie seinerzeit noch das Blade 5. Ja, das Nodor Supermatch 3 kriegst du noch. Wie gesagt, es entspricht eigentlich einem Blade 5 und darum wollte ich es hier auch noch mal mit reinnehmen. Es hat nicht ganz 12 Monate auf dem Buckel, da sind jetzt 10 Monate so rundherum, also ein bisschen mehr kann es noch vertragen, aber ich finde, man sieht trotzdem auch hier, da guckt kaum Sisal irgendwo raus, das ist genauso auch schon ordentlich bespielt, aber von der Weichheit und so weiter wirklich schön gleichmäßig von Anfang an und jetzt sowieso. Also im Verhältnis finde ich ein relativ weiches, gut bespielbares Dartboard. Wenn du hier mal Bouncer hast, gibt's auch, aber eher in dem halt noch dickeren Doppelbulldraht oder halt den Singlebulldraht. Die sind, wie gesagt, noch ein bisschen dicker aus der Blade 5 Generation. Und wenn du hier mal direkt irgendwie in einem komischen Winkel oder mit wenig Schwung drauf kommst, naja, dann hast du halt mal einen Bouncer. Im Verhältnis aber gering und du weißt, woran es gelegen hat. Sonst, hier ist das Sisal auch noch so, dass sich die Spinne nicht so abhebt jetzt im Laufe der Zeit. Also zumindest nach den 10 Monaten immer noch nicht. Farben haben sich ein bisschen verändert. Ja, das Schwarz wird in dem einen Bereich ein bisschen heller, da ist es noch so ein bisschen schattierter. Aus einem Abstand mit Beleuchtung, finde ich, ist das jetzt nicht störend, aber es ist ein bisschen unregelmäßiger geworden. Die Rot-Grün-Töne, komischerweise, die bleiben meist immer recht stabil. Da verfärbt sich aber auch nichts in die anderen Felder und auch die hellen Segmente, das hat ja genauso Sonnenlicht abbekommen wie die anderen Dartboards auch, dunkelt das hier nicht so nach. Das sieht alles immer noch relativ gleichmäßig aus. Zahlenring ist Standard, ganz normaler Drahtring, noch der analoge mit den manchmal ein bisschen komisch gedrehten Zahlen. Ist eine Gewöhnungssache, kein Problem. Hast aber auch keine harten Bouncer. Wenn hier ein Dart draufkommt, dann kann der ja immer noch am runden Draht nach links und rechts ausweichen. Also kein Ding. Grundlegend finde ich auch zu dem Preis super Standard Dartboard von guter Haltbarkeit und Top Qualität. Finde ich, kann man eigentlich nichts sagen. Nochmal zusammenfassend, 4 Dartboards habe ich längere Zeit bespielt und für mich jetzt einfach mal begutachtet. Das ist wie gesagt nicht objektiv und auch meine Entscheidung jetzt ist überhaupt nicht rational. Also das ist einfach nur, würde ich jetzt nochmal das Geld für so ein Dartboard ausgeben, wenn ich es tauschen müsste, ja oder nein. Da kann ich eigentlich ganz klar sagen, bei dem Nodor Supermatch 3 definitiv ja, für 50 Euro geiles Dartboard. Wie gesagt, es ist eigentlich das Blade 5, eins der besten, stabilsten, haltbarsten Dartboards ever. Würde ich jederzeit zu diesem Preis wieder kaufen. Die Qualität, was du da im Gegenzug für kriegst, wäre ich definitiv dabei. Ein Blade 6 Triple Core Carbon, würde ich es nochmal kaufen? Ich glaube nicht. Ich könnte es und ich fände es geil, da mal PDC-Logos zu haben, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, der Zahlenring ist so ein Ding, was mir nicht so gefallen hat. Der Vorteil, Qualitätsvorteil hat sich für mich jetzt nicht so dermaßen bemerkbar gemacht, dass ich sage so, ja, bei meiner Spielweise und auch bei meiner Nutzungshäufigkeit ohne Triple Core kommst du ja gar nicht klar. Also wenn ich das mal abwägen sollte und ich sage, es ist halt keine rationale Entscheidung, ja, ich muss mir das schon irgendwie begründen. Ich könnte es mir leisten, es wäre schön, das zu haben, aber wirklich brauchen tue ich es nicht. Da kann ich mir in der Tat ein kleines bisschen Geld sparen und gehe dann einfach auf die Blade 6 Einstiegsserie und dann wäre genauso alles supi. 180 Gladiator 3 Plus ist ein Brot- und Butter-Dartboard. Ich möchte auch sagen, ist kein schlechtes. Aber wenn sich so ein Triple- oder Double-Feld komplett gerade zieht, das siehst du halt leider doch aus dem Abstand. Und wenn dann Material sichtbar rausgeht mit der Zeit, das ist dann schon so ein Ding, wo ich sage, okay, da habe ich ja die Wahl auch zu anderen Dartboards in doch einer merklich besseren Qualität, auch schon nach einem kurzen Zeitraum intensiveren Bespielens. Da denke ich, würde ich, glaube ich, nicht nochmal auf einen Gladiator 3 Plus gehen.
Und schon schwenke ich wieder rüber in die Irrationalität, denn ein Shot Bandit würde ich mir jederzeit wieder kaufen, obwohl der Singledraht Wellen schlagen kann und das ab und zu auch immer wieder mal tun wird. Vom Wurfabstand, ich habe mich einfach dran gewöhnt, stört mich das nicht. Und wenn ich ehrlich bin, auf meinem Niveau, so wie ich spiele, ist auch ehrlich gesagt scheißegal, ob ich dann mal links oder rechts von einem leicht schiefen Draht das Feld treffe. Man muss es ein bisschen häufiger drehen, dann hält sich das auch weitgehend in Grenzen. Ist auch nicht so schlimm, dass da jetzt alle Drähte in alle Windrichtungen stehen. Das ist vereinzelt mal hier und da ein Draht. Der Rest aber vom Board, der Look ist cool, die Haltbarkeit ist geil, die Art vom Sisal. Ich habe die geringsten Bouncer von allen Dartboards und der Lieferumfang im Verhältnis zu dem, was du für das Dartboard bezahlst, ist der umfangreichste und ich finde auch sinnvolle von allen Dartboards. Du hast eine vernünftige Puckhalterung, du hast eine Dämmpappe hinten drin, du kriegst Dartboard-Keile, um das Ganze zu fixieren und nochmal zu dämmen. Also, was willst du da eigentlich mehr? Ich glaube, da war sogar noch ein Maßband mit dabei, dass du die Höhe und die Länge vom Oki-Abstand nochmal messen kannst. Also, why not? Das Ganze finde ich für einen angemessenen, leicht gehobenen Mittelklassepreis absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich würde es wiederholen. Damit habe ich es mir eigentlich begründet, wo ich persönlich jetzt so hängen geblieben bin. Bei dem Nodor Supermatch auf alle Fälle. Das ist sein Geld definitiv wert. Tolles Dartboard. Wenn da drunter gerockt ist, würde ich sehr wahrscheinlich auf Blade 6 Einstiegsserie einfach gehen. Finde ich, da zahlst du keinen Taler zu viel. Bist beim Marktführer. Das ist dann auch so aus Gründen, ist einfach Fakt. Die verkaufen nun mal die meisten Dartboards und das ist das Blade 6 und gut ist. Ja? Will ich ein bisschen was anderes haben und was mir dann hier persönlich besser gefällt, wegen Optik und ein paar anderen Schnullifax-Geschichten, okay. Dann habe ich hier sogar ein paar kleine Mängel, die sich irgendwie zeigen, das ist für mich aber vertretbar, dann bin ich halt beim Shot Bandit. Das ist halt einfach nur jetzt mein Erfahrungswert, auch von den Dartboards, die ich bislang so bespielt habe und die ich jetzt auch noch hier zu Hause habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so angeht und seht, wie schnell bei euch die Dartboards so runtergerockt sind. Und dann sage ich natürlich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.